Die Kinder, die man hier sieht, versammeln sich nach einem Kindergartentag, um einen Tweet zu verfassen, in dem sie berichten, was sie an diesem Tag gemacht haben. Die Lehrerin liest ihnen ihre Botschaft vor. Die Klasse meldet zurück, wenn sie sprachlich nicht einverstanden ist oder macht Vorschläge, wie man präziser ausdrücken könnte, was vorgefallen ist. Zu Hause können die Eltern, die Großeltern und andere Interessierte mitlesen, was denn die Kinder erlebt haben und somit ihnen ins Gespräch kommen. Kinder und Erwachsene und Pädagoginnen und Pädagogen benutzen Social Media gemeinsam. Sie kommen in Kontakt miteinander, sie formulieren etwas, sie lernen sprachlich dazu und sie lernen auch sozial dazu. Für mich ist dieses Beispiel aus dem Kindergarten ein Idealbeispiel, wie Social Media in der Schule genutzt werden kann. Darum geht es in meinem Buch in hauptsächlich drei Teilen. Ich erzähle nämlich oder ich beschreibe, was Schülerinnen und Schüler heute mit Social Media machen, inwiefern es selbstverständlich für sie geworden ist, Social Media zu benutzen, in welchen Bereichen sie sich da auch Gefahren aussetzen. Dann beschreibe ich, was Lehrpersonen machen könnten, wie sie Problemen ausweichen könnten, sich auch Probleme bewusst machen können, aber auch welche Möglichkeiten es bietet, qualitativ hochstehenden Unterricht digital aufzubereiten, vorzubereiten, weiterzuentwickeln. Und der letzte Abschnitt widmet sich der Frage, wie denn Schulen mit Social Media umgehen können. Sollen sie ein Profil errichten? Sollen sie Öffentlichkeitsarbeit über Social Media machen? Und wie kann sich Schule entwickeln in einer Zeit, in der ein gewisser Kontrollverlust auch über das, was im Inneren einer Organisation passiert, konstatiert werden muss? Dazwischen stehen jeweils Intermezzi, in denen ich etwas tiefgründigen Aspekte nachgehe, der Frage, ob es denn so etwas wie Online-Sucht gäbe, wie dieser Kontrollverlust generell beurteilt werden muss, was die wirtschaftlichen Konsequenzen auch für Lehrpersonen sind von diesem digitalen Wandel. Und ich beschreibe in einer Einleitung etwas ausführlicher, was in Social Media genau sind und was dieser digitale Wandel genau bedeutet, medial gesehen, aber auch kulturgeschichtlich. Das in Kürze der Inhalt meines Buches. Es kann im Buchhandel erworben werden, es kann bestellt werden auf den großen Internetplattformen und ich danke für die Aufmerksamkeit.